ist für die erfolgreiche Integration von zentraler Bedeutung. Und genau hier setzt das Projekt Sprechen Sie Deutsch der Freiwilligenagentur Jugendsoziales Sport an. Mein Name ist Steffi Bischoff und ich bin eine der Projektkoordinatorinnen des Projektes. Das Projekt unterstützt Nicht-Muttersprachlerinnen darin, selbst freiwillig tätig zu werden. Dafür beraten wir Sie, was für Tätigkeiten es gibt, wo Sie was machen können und begleiten Sie während der Ausübung Ihres Engagements. Gefördert wird das Projekt über das Bundesprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt vor Ort vernetzt verbunden. Mein Name ist Gulaban Azizi, ich komme aus Afghanistan. Ich bin 27 Jahre alt, seit einem Jahr und einen Monat bin ich in Deutschland. Seit einem Monat bin ich ehrenamtlich im Senioren- und Pflegezentrum. Ich nehme an Projekt Sprechen Sie Deutsch teil, weil ich möchte mein Deutsch verbessern. Mein Name ist Somaya Bayati. Ich bin Projektkoordinatorin von das Projekt Sprechen Sie Deutsch, Sprechen Sie Deutsch. Das zentrale Element des Projekts ist der Sprachguttreff, bei dem sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gegenseitig unterstützen. Wir besprechen zusammen über das Thema freiwilliges Engagement, Integration, Alltag. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Im Mittelpunkt steht aber immer der Gebrauch der deutschen Sprache. Bei den Sprachguttreff lernen sich die Teilnehmer kennen und tauschen sich über ihr Engagement aus. Wir unternehmen auch Exkursionen, um Einsatzstellen kennenzulernen. Darüber hinaus wird ein gemeinsam mehrsprachiges Wörterbuch zum Projekt erstellt. Das Projekt Sprechen Sie Deutsch, Sprechen Sie Deutsch gibt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Chance, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und vermittelt ein Verständnis für die deutsche Kultur und freiwillige Tätigkeit. Mein Name ist Imad Al-Din Al-Sheikh Ali. Ich komme aus Syrien. Ich bin 61 Jahre alt. Ich bin hier in Deutschland seit 4 Monaten circa. Und ich finde diese Treffen sehr wichtig, weil ich kann Deutsch sprechen und neue Menschen auch kennenlernen. Ja, aus meiner Sicht als Vorsitzender der Freiwilligenagentur Jugend, Soziales, Sport ist das Projekt Sprechen Sie Deutsch ein Gewinn für die Gesellschaft. Durch die regelmäßige Anwendung von Sprache, ohne die Angst haben zu müssen, etwas falsch zu machen, werden Sprachkenntnisse verbessert und verstetigt. Sprache spielt eine Schlüsselrolle in der Integration. Ich danke allen, die sich in diesem Projekt engagieren. Ich bin Sudabe Yamali und ich bin 38 Jahre alt. Seit mehr als einem Jahr helfe ich älteren Menschen beim Einkaufen und freiwilligen Arbeit beim TOEFL. Ich komme in den Sprachtreffen, um andere Ausländer und ihre Kultur kennenzulernen und meine Deutsch zu verbessern. Ich bin Hidir Saruhan, ich komme aus der Türkei. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin seit 3,5 in Deutschland. Ich bin seit circa 2 Jahren beim Freiwilligenagentur. Ich versuche zu helfen, die alte Menschen, die nicht einkaufen. Manchmal begleite ich
die Alter für die Fußball spielen. Mein Name ist Melanie Moronga, ich bin die Geschäftsführung hier im Haus, Mütterzentrum Braunschweig e.V., Mehrgenerationenhaus. Wir im Haus arbeiten mit ganz vielen Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen unterstützen uns im Second-Hand-Laden, bei verschiedenen Projekten und sind sehr, sehr wichtig für unser Haus. Wir haben auch zahlreiche Migrantinnen, die einfach ihre Sprachkenntnisse verbessern wollen. Die Besucherinnen, die in den Laden kommen, nehmen ganz, ganz viel Rücksicht auch darauf, wenn man gerade am Anfang ist mit seinen Deutschkenntnissen. Das klappt wunderbar und dadurch verliert man auch die Hemmung, einfach zu sprechen. Hallo, ich heiße Taban Azizi, ich komme aus Afghanistan. Ich bin 26 Jahre alt. Seit einem Jahr und zwei Monaten bin ich in Deutschland. Ich bin seit zwei Monaten an einem freiwilligen Projekt zur Digitalisierung tätig. Ich nehme an Projekt Sprechen Sie Deutsch, Sprechen Sie Deutsch teil, um meine deutsche Sprache zu verbessern und neue Kulturen kennenzulernen. Okay, also mein Name ist Katharina Brandt. Ich leite bei AMBET die Abteilung Wohn- und Pflegegemeinschaft. Bei uns leben Mieter selbstbestimmt in Form einer WG gemeinsam. Das heißt, jeder ist für seinen Bereich individuell noch selbstständig zuständig auch. Das heißt, Arztbesuche oder Einkäufe führen die Mieter selbstständig durch. Und da ist es eben schön, wenn die Freiwilligen diese Einkäufe zum Beispiel begleiten könnten, Spaziergänge. Davon profitieren die Mieter sehr. Es gibt Mieter, die da kommuniziert oder ist die nonverbale Kommunikation sehr wichtig und sehr wertvoll, und viele Migranten bringen ja nochmal eine andere Mentalität mit und strahlen Ruhe aus, und da ist es auch gar nicht wichtig, so viel zu sprechen zum einen, und zum anderen gibt es auch Mieter, die auch mehrsprachig sind, weil sie früher in ihrer Tätigkeit mehrere Sprachen gesprochen haben und werden dann auch wiederum aktiviert, vielleicht eine Sprache wieder hervorzukitzeln oder eben dann sich auch auf einer bestimmten Sprache zu unterhalten. Und ich bin Majid Ali Ali, ich komme aus dem Iran. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, und wir haben zwei Töchter. Ich habe verschiedene Ziele für die Teilnahme am Projekt. In diesen 2,5 Jahren, die ich in Deutschland bin, haben viele Menschen geholfen und helfen mir noch immer. Und ich dachte, ich sollte anderen helfen, diese Hilfe zurückzugeben. Ein weiterer Vorteil an Projekt ist für mich der Kontakt zu anderen. Mit anderen Menschen reden und Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe an Tafel und der Stadionbegleitung teilgenommen und ukrainischen Geflüchteten geholfen. Ich finde den Sprachtreffen sehr wichtig.